Um ihre geplante Mandel-OP platzen zu lassen, würde die 9-jährige Leni alles tun. Fragt sich nur, warum eigentlich? Ja, wir haben jetzt fast einen Augenblick erwischt, wo sie jetzt kein Fieber hat, wo sie jetzt nicht krank ist. Und dann muss natürlich eine OP auf jeden Fall gemacht. Man kann ja auch nicht direkt in eine akute Mandelentzündung hinein operieren, sondern es ist schon genau der richtige Zeitpunkt jetzt. Mhm. Und ich denke, dann starten wir das auch morgen, ja? Wird schon alles super werden, ne? Können wir die OP nicht noch verschieben? Hm? Was? Willst du noch mal verschieben? Ja. Ach, du. Lady? Ich denke, das ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt. Was soll das jetzt? Wir haben doch schon alles abgeklärt. Ja, die Ärzte meinte doch, dass die Lymphknoten noch ein bisschen angeschwollen sind. Ach, nee, das ist genau richtig. Wir können das morgen operieren. Da brauchst du gar keine Sorge haben. Das klappt sicherlich alles gut. Du wirst doch gar nicht mehr krank werden. Guck mal, wie viel du jetzt gelitten hast. Das weißt du doch. Wird auf jeden Fall besser dadurch, ne? Mhm. Siehst du. Und das ist ein super Team hier. Du bist in guten Händen. Wäre ich dann allein in einem Zimmer nach der OP? Ach, das kann ich dir jetzt noch nicht genau versprechen. Das kann sein, aber ich weiß es noch nicht genau. Ich will auf jeden Fall alleine in einem Zimmer. Ich bin doch noch da. Warum willst du alleine sein? Naja, wir gucken mal. Hm? Wir werden das morgen erstmal machen und alles andere wird sich dann fügen. Ja? Ja? Okay. Okay. Kleiner, sturer Kopf. Bei den Mandeloperationen hat sich ja in der letzten Zeit das Therapieverfahren ziemlich gewandelt. Während vor 20 Jahren noch sehr, sehr häufig Mandeln herausoperiert worden, ist man zurzeit der Meinung, dass man so wenig wie möglich operieren sollte, weil die Mandeln ja auch zum lymphatischen Gewebe gehören. Ist es allerdings so, dass Kinder oder Jugendliche permanent an eitrigen Mandelentzündungen leiden? Also hier gibt es so eine Richtzahl von ungefähr 6 im Jahr, die dann eben auch jedes Mal antibiotisch behandelt werden müssen, dann ist eindeutig die Indikation für eine Tonsillektomie, also eine Mandelentfernung gegeben. Wissen Sie, Frau Doktor, was ich überhaupt jetzt nicht verstehe? Die ist eigentlich immer ein sehr toughes Mädchen und wir haben drüber gesprochen wegen der OP und alles und sie wollte das auch selber. Ja. Aber jetzt macht sie so einen Rückzieher und irgendwie so ein bisschen wirkt sie auf mich eingeschüchtert. Ja. Ich verstehe das gar nicht. Gut, aber direkt vor der OP, da können die Kinder schon mal aufgeregt sein. Es ist ja schon auch ein bisschen größere Operation. Also da würde ich mir jetzt erstmal an sich keine Sorgen machen. Ja, ich meine, Sie kennen sie natürlich am besten. Ich spüre, dass irgendwas nicht stimmt, verstehen Sie? Ja. Und ich kann das nicht noch genau sagen. Ich muss mit ihr noch mal reden. Aber es beunruhigt mich, weil die Aussage, dass sie alleine sein möchte, das kommt mir schon sehr, sehr, sehr komisch. Sie können sie ja noch mal ein bisschen beruhigen, aber wie gesagt, so von unserer Sicht her wären wir jetzt erstmal da nicht sehr aufgeregt darüber, was sie gesagt hat. Also ich denke, das ist alles noch im normalen Rahmen, wenn Kinder jetzt vor einer Operation stehen, dass die eben auch wirklich. Ja, ich muss mich auch ein bisschen beruhigen. Nervös sind. Ja, ich sie bin selber sind auch ein bisschen nervös, das spürt sie natürlich auch. Also ich denke, gehen Sie, lesen Sie ihr noch ein bisschen was vor, entspannen Sie noch ein bisschen mit ihr. Lenis Mutter war dann wirklich sehr besorgt um ihre Tochter. Uns fiel das zunächst gar nicht so auf, weil ein bisschen Ängstlichkeit vor der Operation ist ja auch normal. Sie fand aber ihr Kind vollkommen verändert und war von daher sehr aufgeregt und ängstlich, was im Nachhinein dann ja auch seine Berechtigung hatte. Leni hatte sich nämlich den Erwachsenen besser anvertraut, bevor Schlimmeres passiert. Doch so nimmt auf der Kinderstation das Drama seinen Lauf. Zu später Stunde hält eine andere kleine Patientin, insbesondere Pfleger Dennis, auf Trab und schon bald schrillen die Alarmglocken. Hallo Clara, du hast geklingelt. Ja, ich habe starke Bauchschmerzen. Starke Bauchschmerzen? Ja. Die Ärztin ist noch da. Soll ich dich schnell holen? Nee, alles gut. Das geht wirklich schon wieder besser. Geht schon wieder besser? Ja. Du hast doch gerade erst geklingelt. Ja, aber das geht wirklich. Alles gut, alles wieder gut, ja. Okay. Soll ich die Ärztin noch mal drüber schauen? Nein, alles gut. Ja, vielleicht einen Tee bringen. Das hilft. Mach ich. Aber ich lass die Ärztin noch mal drüber schauen, okay? Ja. Bei näherem Nachfragen waren die Bauchschmerzen plötzlich weg. Das kann schon mal passieren, dass Kinder Schmerzen kommen und gehen. Nur da fand ich es schon sehr merkwürdig. Und hier tut auch nichts weh, ne? Nee. Ist einmal durchgerüttelt. Gut, okay, gut. Dann kannst du deine Maske wieder abnehmen. Also, ich kann jetzt an deinem Bauch eigentlich erstmal nichts Schlimmes finden. Vielleicht hast du wirklich ein bisschen schlecht geschlafen oder irgendwas geträumt. Das kann ja manchmal sein. Ja. Hm? Ja, und kochst du noch einen Tee? Auf jeden oder Fall. Oder habt ihr? Ja, das ist doch bestimmt gut. Und dann kannst du sicherlich gut schlafen. Ja. Und dann gucken wir morgen früh noch mal, wie es deinem Bauch geht. Okay? Gut. Okay. Ja. Danke. Ich gehe noch kurz zu Leni und danach bringe ich dir einen Tee, okay? Könntest du vielleicht morgen Frühstück bringen? Frühstück? Ja. Nee,
Da kommt die Kollegin morgen früh. Aber dann bringen wir bitte übermorgen mein Frühstück. Übermorgen müsste ich wieder im Dienst sein morgen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich denke schon. Okay. Okay? Danke. Bis gleich. Clara war schon eine süße Patientin. Sie war immer sehr aufgeweckt. Sie hat gerne mit mir geredet und hat auch immer gelächelt. Aber bei Bauchschmerzen oder jeglichen Symptomen muss man schon sie immer ernst nehmen. Und wir geben uns alle Mühe, auch den kleinen Patienten immer freundlich zu sein und denen das Krankenhausaufenthalt so ein bisschen schön zu machen. Na, bei der hast du aber ein Stein im Brett, hm? Ja. Die mögen mich alle immer. Kaum bist du da, sind die Bauchschmerzen vorbei. Sehr seltsam. Unbedingt noch einen Tee und ganz, ganz wichtig. Ja. Naja, das ist halt ein Lieber, ne? Ja, danke. Während die 10-jährige Clara in den folgenden Stunden immer wieder um die Aufmerksamkeit von Pfleger Dennis buhlt, hat sich Mitpatientin Leni in der Zwischenzeit eine neue Strategie überlegt, um ihrer anstehenden Mandel-OP zu entgehen. Hallo Leni, bist du noch wach? Entschuldigung. Die Kekse waren aber heute noch nicht da. Hast du etwa Kekse gegessen? Warte kurz. Magst du noch mal kurz reinkommen? Ja. Hast du wirklich schon Kekse gegessen? Was denn? Die kleine Leni hat Kekse gegessen und mit mir will sie nicht drüber reden. Leni, du weißt doch, dass du nichts essen sollst vor der Operation. Hm? Wie viele Kekse hast du denn davon gegessen überhaupt? 2 Stück. Mhm. Wird die OP denn jetzt verschoben? Ach nee, du, das ist ja noch 6 Stunden hin. Also ich denke, 2 Kekse, da sollte die Operation trotzdem stattfinden können. Okay. Aber du darfst jetzt auf jeden Fall nichts mehr essen, nichts mehr trinken und solltest jetzt auch ganz schnell schlafen, damit du morgen dann auch fit bist. Sag mal, was hast du denn da an deinem Arm? Der tut ein bisschen weh. Komm, den muss ich mir mal angucken, ja? Warte mal, ich schau mir mal deinen Arm mal kurz an. Was ist denn da? Ich nehme die Kekse weg. Man sollte schon einige Stunden vor einer geplanten Operation nüchtern bleiben, weil einfach das Risiko der Aspiration nach einem gegebenenfalls durch die Narkose ausgelösten Erbrechen steigt. Bei Leni war es aber so, dass bis zur Operation ja mindestens noch 6 Stunden vergehen sollten. Und von daher habe ich erstmal jetzt keinen Grund gesehen, die OP abzublasen. Doch ich habe an ihrem Arm etwas entdeckt, was ich ganz komisch fand. Was ist denn da? Oh, was ist das denn? Sag mal, das sieht ja aus wie eine Bisswunde. Hm? Wie ist die denn da hingekommen? Da hat mein Hund mich gebissen. Du darfst deine Maske wieder abnehmen. Wer hat dich gebissen? Wer hat dich da gebissen? Mein Hund. Dein Hund hat dich da gebissen? Okay. Wieso hast du das nicht schon vorher erzählt? Weil ich Angst hatte, dass meine Eltern den Hund dann ins Tierheim stecken. Oh nein. Okay. Aber sowas kannst du uns ruhig sagen. Das muss man auf jeden Fall erzählen, Leni. Aber ganz ehrlich, ich finde, das sieht auch nicht so richtig aus wie ein Hundebiss. Das sieht eigentlich eher ein bisschen aus wie ein frischer Biss und eher wie ein Menschenbiss. Kann das vielleicht sein, dass du dich da selber gebissen hast? Nein, das war mein Hund. Okay, und nicht wegen der Angst vor der Operation oder so, hast du dich nicht selbst gebissen? Hund. Gut, wir machen es jetzt so. Du desinfizierst das bitte noch mal. Ja, wir desinfizieren ein bisschen noch deine Wunde. Und dann kommt eine Verband rum und da musst du aber auch ganz schnell schlafen. Hm? Kann die Tür bitte verschlossen werden? Was? Die Tür verschlossen? Das geht aber nicht. Wir können ja nicht die Türen zuschließen. Die Türen müssen immer offen sein. Aber wir passen noch ganz gut auf dich auf. Wir machen die Tür zu, aber wir verschließen die nicht, okay? Ich bin ja die ganze Nacht noch hier. Bis morgens früh. Ja, komm, leg dich mal jetzt ganz schnell hin und schlaf schnell. Okay. Okay. Wenn kleinere Kinder operiert werden sollen, sind sie meistens nicht ganz so aufgeregt wie die etwas älteren. Von daher war es auch dieses bei Leni seltsam, denn sie hat, je näher die Operation rückte, desto auffälliger wurde sie, desto ängstlicher und aber auch etwas abweisender. Das heißt also, hier steckte irgendwas dahinter. Ich passe auf, ich gehe mehrmals rein. Ja, guck noch mal bitte nach ihr. Kann ich mir im Moment jetzt auch keinen Reimlauf machen, aber... Also das müssen wir auch mit der Mutter unbedingt da noch mal besprechen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, trotz allem, dass die OP morgen läuft. Wie sich zeigt, trügt in diesem Fall jedoch der Schein. Denn Leni hat keine Angst vor der Operation, sondern vor dem, was im Anschluss passieren könnte. Als ihre Mama Daniela nach dem Eingriff eintrifft, folgt der Schock. Da schreit jemand in dem Zimmer. In dem Zimmer, wo mein Kind ist. Eben noch drin. Oh, Clara!
Was machst du hier drin? Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Clara, was soll das? Das habe ich aber gesehen. Du hast hier irgendwas hast du gerade mit ihr gemacht. Die hat sie gekniffen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe das gerade mitbefolgt. Was hat sie gemacht? Die hat mich in den Arm gekniffen, ja. Sie ist nämlich in den Pfleger verliebt. Das stimmt gar nicht. Es geht um was anderes. Okay, und dann erklär uns das bitte, Clara. Und zwar, mein Bruder ist vor einem halben Jahr ausgezogen. Und der Pfleger, der Dennis, war dann für mich wie ein Ersatz. Und deswegen wollte ich halt nicht, dass er Leni Aufmerksamkeit schenkt. Okay, und deshalb hast du ihr wehgetan? Ja, und ich habe sie auch gebissen. Oh. Aber warum hast du das denn gemacht? Hast du gedacht, wenn sie nicht operiert wird, dass er sich dann nicht so viel um sie kümmert, oder wie? Ich habe gedacht, dass wenn sie operiert wird, dass er sich dann mehr um Leni kümmert, anstatt um mich. Und ja, ich hatte dann halt keinen Beschützer mehr zu Hause. Und deswegen habe ich halt den Dennis halt als mein Bruderersatz gesehen. Du wolltest ihn haben und er sollte sich nur um dich kümmern und nicht um die anderen. Und das, ach so, gut, das verstehe ich ja natürlich aber lieb, alles. Das ist aber eine Geschichte. Mensch. Das ist wirklich lieb von dir. Oh. Sollen wir mal rausgehen, Clara? Wollen wir mal in dein Zimmer gehen? Ja? Dass du dich ein bisschen beruhigen kannst. Vielleicht magst du ja auch so lieb sein, dich bei Leni noch mal entschuldigen. Es tut mir leid. Alles. Hm? Vielleicht könnt ihr ja später noch mal euch zusammensetzen. Ne? Die Ärztin muss hier noch ein bisschen was klären mit Leni und ihrer Mama. Und dann könnt ihr euch ja nachher noch mal zusammensetzen. Mhm. Vielleicht kriegst du ja gleich dann auch ein Eis. So machen wir das, ja? Macht ihr hier ein Versöhnungseisröntchen gleich, okay? Gucken wir mal. Hm? Das ist gut, aber lieb komm, von dir, dass, gehen du, wir dich, raus. Dass du das alles verstehst. Hm? Da bist du aber echt wirklich richtig mitfühlend. Clara hat ja dann wirklich unter Tränen gebeichtet, dass sie eben den Pfleger als ihren großen Bruderersatz ansehen würde und hat sich da vollkommen hineingesteigert in dieses Gefühl. Und ja, es war dann schon fast so rührend zu sehen, wie sie sich dann entschuldigt hat. Und ja, Kinder haben halt schon spezielle Gefühle und da muss man auf alles gefasst sein. Jetzt kann ich das alles verstehen. Und sie hat dich gebissen auch deshalb, weil sie wollte, dass du dich nicht operieren lässt. Meine Güte, ach, das ist ja. Ich habe die Kekse gegessen. Ja, ich verstehe das jetzt alles. Jetzt kann ich das alles verstehen. Vorher habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich auch das nicht. War ja wirklich eine ganz mysteriöse Geschichte für uns. Aber zum Glück hat sich ja jetzt doch alles jetzt aufgeklärt. Und jetzt wissen wir auch, warum es so war. Und wir wissen, wo die Wunde herkommt, die Bisswunde. Die hat sich ja Gott sei Dank nicht entzündet. Das kann ja bei Menschenbissen kann das ja sehr, sehr gefährlich auch sein. Aber das ist zum Glück alles gut gegangen. Die Mandeloperation ist sehr gut verlaufen. Jetzt musst du aber noch einige Tage bei uns bleiben. Ne? Nach der Mandeloperation kann das ja immer passieren, dass es nachblutet. Das heißt, wir müssen hier ganz gut auf dich aufpassen. Und dann schauen, dass du auch die richtigen Sachen isst. Und da hast du schon recht, was ist ganz wichtig nach der Mandel-OP? Eis. Hier bin ich nicht nur gut versorgt und nicht nur gut aufgehoben, sondern ich krieg auch leckeres Essen. Du kriegst leckeres Essen und besonders leckeres Eis. Hier geht's gut, ich ja, schon. Der ist, glaube ich, wohl auch. Nach insgesamt 5 Tagen durfte Leni heim. Zwischen der 9-Jährigen und ihrer bissigen Mitpatientin Clara hat sich wider Erwarten eine echte Freundschaft entwickelt. Die beiden Mädchen treffen sich regelmäßig und auch ihre Familien verstehen sich bestens.